Mit dem Fire TV tritt der Online-Versandhändler Amazon in direkte Konkurrenz zu Apple TV und Google Chromecast. Denn die Setup-Box wird ganz einfach per HDMI mit dem heimischen Fernseher verbunden und agiert sodann als Multimedia-Zentrale. Im Mittelpunkt steht dabei das Streamen von Filmen und Serien. Wer das Abo eines Online-Services wie etwa Prime Instant Video oder Netflix besitzt, der kann dieses auch auf Fire TV nutzen. Zudem bietet Amazon 200.000 Filme als Pay-Per-View an. Und Sparfüchse schauen sich einfach kostenlose Clips auf YouTube an. Clever, das neue ASAP-Feature sorgt dafür, dass Fire TV die Sehgewohnheiten seines Besitzers analysiert und quasi erahnt, was man wohl als nächstes ansehen will. Dementsprechend werden die Filme dann von der Box schon mal vorab geladen. Nervige Streaming-Wartezeiten entfallen somit. Für Familien ist indes die Freetime-Funktion besonders interessant. Eltern können für ihre Kinder individuelle Profile anlegen und einstellen, was die Kleinen wann und wie lange sehen dürfen. Sogar das Design der Menüs lässt sich entsprechend verändern. Gesteuert wird Fire TV mit einer minimalistischen Fernbedienung. Neben den typischen Tasten wie Play, Vor, Zurück und so weiter verfügt der schwarze Taktgeber über ein kleines Mikrofon. Fire TV nimmt also auch Sprachkommandos entgegen. Wer beispielsweise die Filme eines bestimmten Schauspielers sucht, der muss nur dessen Namen sagen. But this new Amazon Fire TV listens to me and does exactly what I say. Gary Busey. Doch Fire TV fungiert nicht nur als Schaltzentrale für Filme, Musik und Fotos. Das kleine Schwarze ist auch eine verkappte Spielkonsole. Die Hardware verfügt über 8 GB internen Speicher, 2 GB RAM und einen Quad-Core-Prozessor mit 1,7 GHz. Als Betriebssystem kommt das auf Android-basierende Mojito zum Einsatz. Vom Start weg sind über 100 Titel, darunter Minecraft und NBA 2K14 als Download erhältlich. Amazon selbst werkelt mit seiner eigenen Spieleschmiede aktuell an exklusiven Titeln wie etwa Sef-Zero, einem futuristischen Third-Person-Shooter mit Tower-Defense-Elementen. Gesteuert werden die Spiele idealerweise mit dem separat erhältlichen Fire-Game-Controller. Das Bluetooth-Gamepad erinnert in Sachen Tasten- und Stick-Anordnung an seine Xbox- und PlayStation-Kollegen, kostet aber nur schmale $39. Für Fire TV selbst verlangt Amazon in den USA hingegen aktuell $99. Ob und wann das Gerät auch in Deutschland erscheint, steht aktuell noch nicht fest.